Und herzlich willkommen zurück zu Forest Village, ja, mein kleines Dörfchen hier. Ja, ich habe ein paar Tipps bekommen und ich will mich doch an denen mal zu schaffen machen. Wenn dieses Feld hier fertig ist, werden wir da Weizen, da ist es. Ich bin ein Fisch. Werden wir da Weizen anbauen und eine Bäckerei bauen. Und wir brauchen noch so ein Werkzeugherstellmacher. Da muss ich jetzt allerdings gerade mal gucken, wie das denn aussieht mit meinen Arbeitskräften. Wir haben hier ja aktuell nichts drin. Brauchen wir auch gerade mal nicht. Das irritiert mich, wenn das Spiel so laut gestellt ist bei mir. Okay. Wir müssen disponieren. Wieso ist das Feld jetzt schon wieder weg? Ja, das will ich doch haben. So, wir haben eine freie Arbeitskraft. Schau mal ganz kurz. Das ist ein Förster jetzt, oder? Ne, Bauer. Förster? Da war keinen drin und das ist eine Kräuterhexe. Okay. Haben wir auch irgendwie Werkzeug? Hochwertige Werkzeuge. So, die Werkzeuge brauchen wir natürlich, damit meine Leute hier arbeiten können. Und das wollen wir doch. Hier. Bergwerk, Steinbruch, Holzfällerhütte, Forsthaus, Lehmine, Schmiede. Reinerei. Reinerei meinte er. Dann setzen wir doch einfach mal eine Schreinerei. Och, wieso denn? Pflanzen wir das hier dran. So. Ja, jetzt brauchen wir natürlich Bauarbeiter. Ah! Das passt doch. So. Werdet fleißig, meine Schäflein. Das kann jetzt abgetragen werden. Und die machen sich da auch zugange. Dann werde ich jetzt einfach mal sagen, Weizen. Wir haben Sommer. Okay. Und der Bäcker ist wo? Nahrung. Hühnerstall, Windmühle und Bäckerei. Ja, dann regeln wir jetzt erstmal das mit den Werkzeugen. Das ist natürlich wichtig. Hier sollte ich vielleicht auf OK klicken. Und es gewittert wieder. Nö. Kurz nur. So, wie weit bist du hier? So, auf das Essen achten. Essen, ja. Kann man den Jäger irgendwie sagen? Also, ich würde dieser Jägerhütte gerne abreißen, um ganz ehrlich zu sein.
Wie mache ich das denn? Um es abzureißen. Das würde ich gerne abreißen. Aus folgendem Grund. Wir haben ja diesen, ich sag mal, Einflussbereich. In dem Bereich gehen die anscheinend jagen, denke ich zumindest. Und wir haben ja hier Tiere bei uns, die in unserem Dorf quasi herumlaufen. Die tun unserer Bevölkerung nichts. Aber mir wurde geschrieben, dass die aus unseren Lagerhäusern Nahrung und so stehlen. Und das geht natürlich nicht. Darum müssen wir dagegen vorgehen. So, ich hab die jetzt rausgeschmissen, dann können wir ein paar mehr Bauarbeiter haben. So, wie weit seid ihr da? Sehr langsam, sehr langsam. Heißt natürlich, dass ich die Jägerhütte dann hier irgendwo aufstellen möchte im Dorf. Hier zumindest, ja, das ist zumindest die Scheune im Einflussbereich ist und halt eben diese Wiese, hätte ich jetzt fast gesagt, das Feld. Echt jetzt? Ja, da hat sich das Spiel verabschiedet. Wir sehen uns gleich wieder. Da sind wir wieder. Ja. Komm hier, Zeitbeschleunigung. Jetzt müssen wir ja jetzt... Egal, ich lasse jetzt hier machen. Und stelle hier auch nichts Komisches um. Nicht, dass mir das Spiel schon wieder abschmiert. Ja, das ist so ein bisschen bei dem Spiel. Also ich habe kein Ruckeln hier oder so. Alles läuft super flüssig. Aber manchmal sagt das Spiel halt eben, nö, ist nicht. Möchte jetzt mal ganz kurz Bräuschen machen. Und das Fiese ist, dann schmiert das nicht einfach nur ab. Sondern danach muss Steam ewig lange das blöde Spiel synchronisieren. Das ist dann immer sehr ärgerlich. Sonst wäre das, wegen den Saves ist das natürlich auch ärgerlich, aber hinzu kommt halt eben noch dieses dämliche Synchronisieren. Völlig unnötig. Ich weiß gerade, ruckelt das ein bisschen, ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich, weil ich es gerade lobe und ja, das passt ja nicht so. So, ist die Hütte jetzt abgebaut? Hab da hingekriegt, das ist prickelnd. Dann brauchen wir... Ja komm. So, jetzt fluppt das auch. Muss das Spiel einfach nur abstürzen und dann funktioniert hier auch wieder alles. So, während wir hier während die da zugange sind, können wir mal ganz kurz checken. Es wurde mir auch empfohlen, eine zweite Fischerhütte zu bauen. Daran habe ich natürlich auch schon gedacht. Das würde natürlich Sinn ergeben. Allerdings, jetzt würde ich gerne eine Jägerhütte hier irgendwo reinbauen. Ich weiß gar nicht, ob man die upgraden kann. Ich kann die sogar mitten hier auf die Straße bauen, die sie wieder. Was soll's. So, hier an die Verschemmen baue ich das mal dran. Denke man das ja auch noch. Aber erst macht ihr mit der anderen Bude hier weiter, bitte. So, kommt in die Pötte, liebe Leute. Schließlich haben wir nicht mehr... Viel Nahrung, ach, geht aber. Ja gut, unser Bauer, der liefert natürlich auch ein bisschen was an Nahrung. Apropos,
Das muss ich ja jetzt auch noch eben umstellen. So, obwohl macht das jetzt schon Sinn? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Dann müsste ich jetzt eigentlich direkt schon einen Bäcker bauen. Wie viel hat er denn hier drin? Da arbeitet nur einer drin, okay. So, wir machen jetzt hier Weizen. Wir gucken einfach mal. Und wenn das nicht funktioniert, können wir das ja immer noch auf Kartoffelchen umstellen. Oh. Stein fehlt uns. Wo haben wir denn hier Stein? Hier. Das hier abbaubarer Stein? Wirklich? Da müssen wir uns bald fast schon dran machen, eine dämliche Steinbutze hier zu bauen. Ah, jetzt speichert er. Oh. Es hat kurz mein Bildschirm hat kurz geflackert. Da dachte ich schon, jetzt ist es zu Ende. So. Kommen schon 3 Steine noch. Ich hier hin. Hätte vielleicht denen sagen sollen, dass sie hier tatsächlich nur die Steine abbauen sollen. Weil jetzt beschäftigen die sich natürlich mit jeglichem Scheiß. Was sammelt denn der, was macht denn der Sammler so? Taugt der überhaupt was? Sammlerhütte. 2 Leute sind drin. Ich würde gerne irgendwelche Statistiken hiervon sehen. Um ehrlich zu sein. Aber so viel ich weiß, was der sammelt, ist glaube ich auch Gemüse quasi. Insofern kann man das jetzt nicht wirklich gut ausmachen, wie gut, wie wichtig, wie sinnvoll diese Sammlerhütte ist. So, die Butze ist fertig. Wir stellen direkt mal 2 Leute ein und der Rest kann sich dann hiermit weiter beschäftigen. Hiermit. So, wir brauchen aber nur noch 2 Bauern, Bauarbeiter. So, Herbst, das ist jetzt eigentlich schon schwierig. Hier steht doch eigentlich, steht auch hier 0 bis 27 Grad und aktuell haben wir 2 Grad. Es wird glaube ich nichts mehr dieses Jahr. Ja. Ihr lieben Bauern, ihr dürft Feierabend machen. Und dafür dürft ihr jagen. Und wir haben jetzt noch 2 über. Kriegen wir keinen mehr untergebracht. Kräuter können welche. Die sammeln Kräuter. Macht das denn dann. Oh, dann macht das doch überhaupt keinen Sinn, wenn die da ist. Wenn die da steht, die Apotheke. Ja. Mir passt das alles im Moment noch nicht. Ich verstehe den. Wenn ihr Ahnung von dem Förster habt, ich blick hier nicht durch. Ich weiß nicht, was das hier bedeuten soll. Ich weiß auch nicht, was dieses Ressourcenlimit bedeuten soll. Also, wenn ihr mir dazu was sagen könnt, wäre das sehr hilfreich, denn ich würde hier gerne auch ein bisschen mehr wieder bewirtschaften, was so Bäume angeht. Und ja, da würde ich mich natürlich über jegliche Hilfe freuen. Aber
aktuell brauchen wir die ja nicht. Und die dementsprechend dann ja auch nicht. Dann machen wir Folgendes. Wir bauen noch eine Fischerhütte. Das spielt ja keine Rolle. Die kann ich da dann ja im Sommer wieder absetzen quasi. Also nicht kaputt machen, sondern einfach nur dafür sorgen, dass sie nicht bewirtschaftet wird. So, zwei Bauarbeiter haben wir auch noch. Das dürfte jetzt kein Problem sein. Ui, 20 Leute, das ging jetzt aber auf einen Schlag. Da haben wir natürlich viel an Human Resources. So, Jäger hatte ich hier eingestellt, ja, habe ich. Ja, der stellt jetzt erstmal primitive Werkzeuge her und die Schmiede würde dann sicherlich die hochwertigen. So, hier stellen, ja, der kann nur die. Auch schön zu wissen, 1,8 Minuten braucht es, um die Werkzeuge herzustellen. Was ist, wenn ich die Zeit verlangsame? Ne, dann ändert sich die Zeit nicht. Also denke ich mal. 1,8 Minuten, wenn ich das Ganze auf normaler Beschleunigung laufen lasse. Zu der Beschleunigung habe ich ja schon was gesagt. Ich finde es halt nicht sehr sinnig, wenn wir das Ganze jetzt hier auf 1x1 Geschwindigkeit, hier auf Normalgeschwindigkeit ablaufen lassen. Dann passiert mir einfach in den Folgen zu wenig, muss ich ganz ehrlich sein. Heu. Heu haben wir nichts mehr. Heu kriegen wir, geh mal welche, du Doof. Heu. Hallo Heu, ich mach einfach. Heu. Upp, so geht das. Boah, 8 Leute haben wir zur Verfügung. Heidewitzka. 26 Bürger haben wir, ob jung oder alt. Wir schauen noch einfach mal. Pass mal auf. Förster. Förster fällt Bäume und pflanzt neue. Ey, jetzt geht doch. Blödes Team, ihr seht das nicht, aber da war schon wieder eine Nachricht. Forsthaus. Holzfällerhütte. So, die Holzfällerhütte stellt Brennholz her. Das Forsthaus kloppt die Bäume um. So, dann verfolge ich jetzt einfach mal so ein. So, vielleicht nicht unbedingt ganz so schnell. Doch vielleicht ein bisschen schneller. Ist auf jeden Fall Holz dabei. Also das scheint ja zu fluppen. Und, oh, guck mal, sie pflanzt auch Bäume. Sie hat gerade einen gepflanzt. Aber was soll das hier bedeuten? Da blicke ich nicht durch. Weil das ja eine ziemlich dämliche Aussage ist. Ausblenden, Anzeigen des Bäumefällens. Angenommen, ich klicke das jetzt weg. Fällen die denn dann noch Bäume?
macht die denn da? Oh, sie pflanzt. Ich lasse sie jetzt hier tatsächlich erstmal pflanzen. Guck mal, und wir haben ja auch genug Leute. Da können wir das jetzt einfach mal laufen lassen. Die ist fertig. Da. Arbeiten schon drei. Ich hätte 3 von 6. Hm. Anzeigefehler. Ich habe ein gewisses Gefühl darum. Mach ich das mal kurz hier. Oh. So. Komm hier. Haben wir immer noch 3 zur Verfügung. Aber das Essensproblem... Oh, guck mal. Das war dringend notwendig. Wir können... Boah, Leute. Vergrößern dürfen wir uns, glaube ich, erstmal nicht mehr. Nuckeln alle noch an dem Anfangsbrot rum. Klar, die hatten ja vorher auch Fisch und jetzt haben sie keinen Fisch mehr, fast keinen Fisch mehr. Das soll sich aber ändern. Und der Jäger... ich auch mal gerade auf 4. Frühling, liebe Leute. Komm, hier, mach mal fertig mit Speichern. Weizen. So, einer raus. Und dann baue ich jetzt direkt mal eine Bäckerei, dann haben wir es hinter uns. So. Bäckerei, angeblich brauche ich die Mühle noch nicht. Wurde mir geschrieben. Ah, wir schauen einfach mal. So. Was denn? Dann halt so. Och, ey. Muss ich hier wieder rumplätten oder was? Echt jetzt? Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber wenn ich das so querstelle. Will ich auch nicht. Weil so eine dämliche Kante ist. Ja gut, dann so, dann machen wir jetzt erstmal hier das. Denn überhaupt. So. 2 Bauarbeiter haben wir eingestellt, obwohl wir die überhaupt nicht brauchen. Dann können wir hier natürlich einen weiteren Bauern einstellen. Und auch die sind schon fertig. Schnell. Bäckerbutze. Habe ich euch nicht gesagt. Oh. Hm.
Mir scheißegal, wenn der Weg dadurch kaputt geht. Hauptsache der Mist hier geht geplättet. Und in den Pötte, Leute. 21 Erwachsene. So, das sieht aber schon mal gut aus. So, jetzt hier aber. Komm, da können wir auch mal langsam machen. Bäckerei. Oh. Upp. Okay, jetzt ist die zeigt die Tür dicht da. Macht aber auch nichts. Macht überhaupt nichts. Wir brauchen auf jeden Fall viele Bauarbeiter für dieses 190 Holz, 90 Ohr. Ja, da müssen meine Leute natürlich wieder Ressourcen ranbringen. Dann macht das, ich weiß gar nicht, ob das macht ja jetzt eigentlich überhaupt nicht viel Sinn, wenn ich dann Weizen mache. Egal, die sind schon dabei. Lass ich die zu Ende machen. Ich hoffe natürlich, dass meine Fischerhütte hier klar. Wir können mal ganz kurz gucken. 10 Fische haben wir trotzdem nur noch. Gucken wir mal ganz kurz die Statistik hier. Ja. Scheiße. In der nächsten Folge werden wir natürlich dann sehen, wie bei uns Menschen sterben. Was? Oh, der muss ich einstellen. Aber Fischerhütte auch. Ich muss mich erstmal konzentrieren und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir werden ein paar Leichen verscharren müssen. Das wird passieren, da kann man nichts gegen machen. Egal, bis zur nächsten Folge. Tschüss.